Hallo und willkommen zu meiner nächsten Folge Pokémon Go und heute wieder mit meinen Highlights. Und ihr seht es im Hintergrund noch, ich habe noch einen Durchbruch aus November in diesem Video, weil ich zeige euch ja immer den Durchbruch. Das ist ein Skalück, aber danach zeige ich euch natürlich den Kapuno-Durchbruch, den es ja jetzt im Dezember gibt. Leider Gottes immer noch keine legendären Pokémon, was mich natürlich sehr enttäuscht. Ansonsten hoffentlich gefällt es euch heute auch wieder. Lasst auf jeden Fall gerne einen Like und einen Kommentar da, wenn es euch gefällt. Und schreibt gerne rein, wie es bei euch gelaufen ist. Habt ihr ein neues Shiny, ein neues 100er gefunden oder sonstige gute Errungenschaften? Und hier das angesprochene Kapuno. Kann er übrigens auch in Shiny sein. Vielleicht haben wir ja Glück. Und ja, wenn alles gut läuft und alles klappt, müsste ich im Dezember insgesamt 5 Kapunos fangen. 4-mal aus dem Durchbruch und einmal aus der aktuellen Sternschaub-Challenge-Herausforderung. Genau, da gucken wir mal, ob da auch Gutes bei ist. Dann habe ich noch ein Elitzer-Eber, was ich aus einer speziellen Quest bekommen habe. Die habe ich ja auch noch nie so bekommen. Das war nämlich eine Bonus-Quest. Und schließe eine Freundschaft für Elitzer-Eber. Ja, nimmt mal mit. Ich wusste nicht, dass das nur so ein Pokémon ist. Hätte ich das gewusst, hätte ich das nicht so lange aufgehoben. Und dann natürlich entfesselter Schabernack. Die Quest ohne Pokémon-Begegnung war ja die Bonus-Herausforderung oder Bonus-Quest, nachdem man das mit Hooper abgeschlossen hat. Bis zum 1.12. bzw. kurz vor dem 1.12. Die hat man ja bekommen. Man konnte sich das natürlich kaufen, diese 3 Quests. Ich bin aktuell noch dabei, die letzte Stufe mit den 3 Raids abzuschließen. Ich habe mich seither, seit das freigeschaltet ist, nur 2 Raids gemacht und die zeige ich euch natürlich hier auch im Video. Und dann noch vom Event mit den ganzen Wasserstartern, des Ed Sheeran Event, nennen wir es das mal so. Ja, da habe ich natürlich einmal das Shiggy mit Brille, einmal exemplarisch gefangen. Habe ich aber schon mal beim C-Day mit Shiggy in Shiny gehabt, deswegen nicht so interessant gewesen für mich, hab's aber trotzdem mal ins Video mit reingeschnitten, damit ich ein bisschen Gameplay hab. Mein wildes Bronzong, mein erstes, was ich fangen konnte. Also, es gibt mittlerweile wieder einige interessante, wilde, weiterentwickelte Pokémon. Ja, das ist natürlich sehr schön, da sind einige coole dabei, die Sternenstaub geben. Das freut mich auf jeden Fall definitiv. Deswegen haben wir den gefangen. Und ich wurde eingeladen zu einem Registeel in der Raidstunde, genau, es gab ja zuletzt einige Raidstunden bezüglich eines Events mit den Rampenlichtstunden, habe ich auch dazu gestreamt, zu Zombies und Pikachu, aber ja, bei Regis, wurde ich eingeladen, habe ich gemacht, zeige ich euch, weil ich brauche ja eh Raids, und dann sind wir schon bei dieser Sternschaub-Challenge. Ihr könnt gerne reinschreiben, wie weit ihr da seid, wie es bei euch gelaufen ist, habt ihr schon Kapuno gefangen, also ich bin aktuell bei der Quest mit Kapuno, das zeige ich euch dann beim nächsten Video mit den nächsten Highlights. Und war da eine Pokémon-Gegnerin dabei, die bei euch gut war, oder hattet ihr da auch Glück mit dem Shiny? Gerne reinschreiben, ich bin da nicht so erfolgreich gewesen. Und ja, deswegen, ich habe es zwar abgeschlossen, habe die Items mitgenommen, das mit dem Sternstaub ist ja eigentlich jetzt nicht so schwierig, den zu sammeln, ne? Wenn man Raids macht, wenn man PvP täglich spielt, sollte das eigentlich kein Problem sein. Man hat ja 30 Tage Zeit abzuschließen. Ansonsten gibt es ja auch immer wieder Quests, wo man Sternstaub bekommt. Der zählt ja auch. Der aus dem Durchbruch wird zählen. Also immer fleißig Sachen machen und so weiter und so fort. Was gibt's noch? Wo gibt's noch Sternstaub? Ja, Eier zählen natürlich auch, klar, Eier. Aber ich brüte im Moment, wenn es notwendig ist, nur die kleinen, weil die großen nehme ich mir mal wieder auf, bis wieder halbe Distanz ist, weil 10 Kilometer, 12 Kilometer, finde ich, lohnt sich nicht zu laufen mit einer normalen Brutmaschine ohne Reduzierung. Deswegen, die 2er und die 5er, die ich immer habe, ja, die brüte ich dann immer aus und hoffe, dass da was Schickes drin ist, eventuell. Aber die geben mir halt nicht so viel Sternschab wie ein 10er oder 12er, aber passt schon. Und ja, Sternlu ist natürlich wieder gut, dass das da drin war. Weil das fehlt mir noch in Shiny und das ist ja irgendwie selten. Das war ja ziemlich häufig in der ersten Zeit, als nur Kanto-Pokémon da waren, wer sich noch erinnern kann, deswegen. Aber der wurde erst später eingeführt als Shiny und deswegen, ja, ist er danach selten geworden. Deswegen hoffen wir ja, oder hoffe ich, dass ihr da mehr Glück hattet. Ich habe da leider keinen Glück mit dem Shiny. Ja, und die ganzen Bälle und die Items, die wir hier bekommen haben, sind natürlich auch wieder alle aufgebraucht.
Denn ich habe ja, wenn ihr das Video seht, gestern den Rauchtag mit Quiekel gestreamt. Dafür nochmal Danke an alle, die da wieder vorbeigeschaut haben und mich unterstützt haben. Ja, die Highlights, wie gesagt, man sieht es ja schon, sind sehr kompakt diesmal, also nicht so lange. Alola, Kukuwai konnten wir auch noch aus der Quest mitnehmen. Das heißt, die andere Quest mit den 25 Hyperbällen habe ich ja im Stream abgeschlossen. Und dann sind wir schon fast wieder beim Ende des Videos. Denn jetzt, nachdem wir es gefangen haben, kann ich euch noch ein Shiny Pion Scorer zeigen, was ich gefunden habe. Und ich zeige euch diesmal die Bewertung, weil ich diesmal unfassbares Shiny Glück hatte. Nicht nur das hatte gute IV, sondern auch mein zweiter Raid. Wie gesagt, ich habe, seit ich die Hooper Quest habe, nur zwei Raids gemacht. Das eine habt ihr schon gesehen. Und das andere war auch in der Raidstunde zu den beiden neu eingeführten Shiny-Pokémon, nämlich Zekrom und Reshiram. Und ich bin zu einem Zekrom eingeladen worden und das ist direkt ein Wetter geboostet, das ist also schon ungepusht, so hoch. 91, das sieht man ja an dem WP, 91-prozentiges Zekrom. Und es war mein erster Zekrom-Raid, seit es Shiny verfügbar ist. Also mehr Luck kann man ja eigentlich gar nicht haben, außer es wäre ein 100er gewesen. Aber hey, sehr gut. Das war's. Ich zeige euch noch die Bewertung, damit ihr wisst, dass ich keinen Quatsch erzählt habe. Und dann sage ich einfach mal Bye-Bye. Danke fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Video.